Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir werden jetzt gleich die Hänger voll machen mit Weizen und Getreide und dann werden wir gleich Na, er zählt schon. Na, hier müssen wir noch mehr Biss zerbringen. Aber erstmal produzieren wir immer was, ne? Wir brauchen den LKW, damit wir den Platz schaffen für, damit wir Stroh holen können. So. Den können wir hier eigentlich stehen lassen normalerweise, aber wir werden das nicht machen. Wir werden ihn mal einfach hier unterstellen. Durchfahrhalle hier sind wir so, ne? Haben wir noch Platz. So. Den Anhänger mit die beiden blauen Anhänger entsprechend ja, wegfahren. Im Winter müsste immer alle Fahrzeuge wieder reparieren, Wartung durchführen, waschen, dass wir zum Frühjahr wieder starten können, ne? Sauber. Ja, die Farbkon kommt bald, ne? Am 18. 19. Juli. Ich überlege es noch. Das ist von mir, ja, eine machbare Entfernung, ne? Knappe 400 Kilometer. Da überlegt habe ich noch wieder mit der Farbe. Hoffentlich auffahren können. Rekale kann ich verkaufen und gucken, wie die Preise sind. Ne? So, einmal Weizen, dann einmal Gerste. Und immer nur voll machen, dass wir den Hänger stehen haben. Ne? Ah, mein Kreuz. Ja, die DLC kommt auch mit Großgeräten, für extrem große Karten. Das ist perfekt für kleine Karten. Ja, nicht notwendig, ne? Für den Marsch, sagen wir so, ganz vorsichtig. Ja, das sind einige Fälle dabei, da kann man es anwenden. Aber nicht zwingend notwendig. Ne? Also hier zum Beispiel wäre ganz. Oder hier diese Felder hier. Ne? Also da wird schon was gehen. Ne? Die Thüringen-Karte besonders, bei einigen sehr großen Feldern. Ne? Also da ist es nicht schlecht. Ansonsten. Gibt es ja schon 16-fach Karten. Da ist es besonders zu empfehlen. Ne? Aber ich persönlich werde mir eine 16-fach Karte nicht antun. Zu zweit, zu dritt, ja, kann man es machen. Kein Thema. Bin jetzt ausgehängt. Aber. Da ja das über den Zerfer laufen müsste und das Problem ist eigentlich die Performance, das Prinzip, die das zu sehr abhacken wird. Also wäre nicht ideal, ne? Also ob das so spielbar wäre, in Anführungszeichen, wie man sich das vorstellt, wenn alles einmal eingehört und alles schon läuft, schwierig. Und ich denke mal, ich bin mit zwei Karten gut ausgelastet. Ich werde keine dritte machen. Eher viertes Spiel vielleicht. Aber da zur Zeit. Ich hatte mir schon zwei angeschaut, aber leider, wenn man so, die sind ab 18, ne? Also das ist wirklich brutal, ne? Also da würde ich meinen, nein.
weiß nicht genau mit YouTube, wie das funktioniert. Wegen Jugendschutz, ne? Und da lasse ich mal die Finger weg. Wäre ja auch unschön, wenn da Warnungen kommen, ne? Oder Sperren oder so. Ich könnte mal sagen, okay, 18 und so, ja, aber. Ich denke mal, ich bin einmal ausgelastet. Auch mit Zerren D2D. Und ich werde mal schauen. Ich meine, wann ich da fertig bin. Also, das ist ja. Keine Ahnung, ne? Das kann auch so lange dauern. Wenn ich alles gelernt habe und so, ne? Dann irgendwann ist mal Punkt erreicht, wo man alles bauen könnte. Und sagen, ich bin jetzt durch. Dann könnte man sich überlegen, eine andere Karte zu nehmen. Zum Beispiel. Oder halt, ja, mach die gleiche auf jeden Fall nicht, das ist dann zu langweilig. Da gibt es ja drei Karten vorgefertigt und eine Karte kann man sich auch selber generieren, ne? Aber wieder so Zukunftsmusik, ich denke mal, das dauert noch eine ganze Weile, bis ich da mal überhaupt fertig werde. So, jetzt die Kühe sind jetzt fertig, die haben jetzt Futter, die haben Strom und Wasser. Die werden jetzt zu den Schweinen fahren. So, dann haben wir auch hier unseren Misteimer voll, ne? Denke ich mal, ja. Jetzt haben wir 18.40 Uhr, es ist dunkel und wir werden jetzt langsam auf die 30 Uhr gehen, ne? Also bestimmt bei 30. Und dann morgen stellen wir um auf 3 Tage. Und auf 30. 15, weiß ich. Die wollen die Nacht überstehen, ne? Ja, wir müssen das Geld jetzt uns ersparen für einen Schlachthof. Weil, denkt man, früher sind die Schweine so weit, ne? Denke ich mal so ungefähr. Ja, die brauchen nicht viel. Den Hänger werden wir mal unterstellen bei den Kühen. Milch haben wir noch keine. Dann werden wir mal müsste ich Cosplay machen lassen, dass wir hier Stroh vom Lager wegfahren Richtung Pelletsfabrik, aber ich will da auch wiederum nicht zu früh verkaufen, ne? Denn, so, stellen wir hier so rein. Fahren wir die Scheiße. Den Mist fahren wir jetzt mal zur Düngerfabrik. Oh, das tut er sich schwer, ne? Ist ein stärkerer Traktor. Ja, pflügen, wie gesagt, pflügen kann man auch im Frühjahr machen. Die kleinen Felder machen wir im Frühjahr. So, ach, da ist der Arne für Gülle. Für Gärreste kennt man auch. Wegfahren. Ups. Ah, so nicht. der ist ein bisschen schwacher wie Brust. Dunkel.
Dann müssen wir die Schweine versorgen, ne? Also wir müssen sie jetzt auch Futter kriegen. Die sauber gemacht werden. So, das lohnt sich schon mal, ne? Können wir gleich wieder hinfahren und dann Anführungszeichen. Alles gut. Schön, schön, schön. Können wir nämlich dafür sorgen, dass die Produktion für Dünger halt durchläuft und dann können wir immer auch mal locker eine ganze Ladung verkaufen. Oder zumindest umlagern, ne? Ins Lager, oder wird nicht so, na nee, da wo der Korn hin reingekippt wird und das andere Zeug. Abkürzung geht nicht. Dann fahren wir hier links. Durch diese hohle Gasse müssen wir durch. Diese Lage könnte man noch reinkippen, nicht, oder? Aber war ja noch voll. So, das können wir vielleicht vorwärts einfahren, ne? Beziehungsweise unterfahren. Oh. Dann werden wir gleich Richtung Schweine gehen. Oder jemand eingesät. Hafe. Gerade gesehen. So. Schweine. So. Oder es müssten wir erstmal reinigen, ne? Das wird doch wichtiger, ne? So, nach dem Reinigen und dem Füttern der Schweine und Wassergeben der Schweine werden wir doch ein bisschen mal erstmal die Maschinen hochbringen. Ne? Das ist der einzige Stall von der neuen, die Mist machen. Ich muss das nicht verstehen. Und zwar sind unsere ersten Ferkel hier im Stall. Man sind die schon groß geworden, ne? Aber wer hat nur als groß dargestellt, ne? Das soll Schinken werden. Ja, Pfefferfabrik, Malzfabrik, ja. Aber was vor. Wichtig, dass die Futter gleich wieder loswerden. Das ist ja wertvoll. So, den fahren wir gleich rüber aus dem anderen Stall, weil da liegt nämlich auch Dreck, Anführungszeichen. Den anderen nicht. Komisch. Ich bin gespannt, was die BGA bringt. Moos müsste eigentlich ein bisschen mehr bringen als im letzten Mal. Müsste. Tut, tut. Wie eine Rehe hier, ne? Also
könnten ja theoretisch mal welche kommen, ne? So, gut. Ob das funktioniert? Ich mache ja Hoffnung, dass die neue Konsolen ja ein bisschen mehr Power haben, dass wir hier dann auch ein bisschen mehr uns gönnen können, ne? Von der ganzen Thematik her. Darstellung, vielleicht kann man mit einer Bodentextur machen, dass da ein bisschen besser ist. Hier wollte ich noch ein bisschen putzen. Dann sind die beschweren, ne? Die Schweine beschweren sich immer. Die mögen sauber. Gut, sauber ist also dann nur füttern. Da haben wir jetzt ein paar Ställe. Also ich werde jetzt mir den nächsten Stall als groß kaufen, damit wir die Zuchtschweine könnte ich theoretisch alle in einen kleinen Stall bringen und theoretisch die ganz vielen Ferkel in ja hier rein, theoretisch. Auch rüberspringen. So, gleich mal Wasser geben. Die Schweine schlafen. Gibt's gar nicht. Kann auch nicht schlafen. Ups. Hab mich festgelaufen. Rüber. Voll. Gut. Futter. Jetzt brauchen sie Futter. Das BGH. Bin ja gespannt, was wir jetzt kriegen für die BGH. Und dann muss ich ganz kurz langsam stellen und dann präzise umstellen auf 3 Tage. Ja. Und somit ist auch die Folge auch zu Ende. Aber wie wir sehen, BGH, oh, so wenig. So wenig. Ein bisschen enttäuscht. So, ganz kurz ausmachen, ganz kurz auf normal gehen, damit sie nicht überschlägt. Dann gehen wir. Nee, Quatsch. Auf Seasons. Das mache ich deswegen jetzt. Ja, könnte ich das vergessen. Wenn ich es vergesse, ist es ungünstig, ne? So, gehen wir mal ganz kurz auf 3 Tage. An. Ja, hier ist es. Na gut, okay. Das war. So, Tiere. Ja, oh ja. Leider ist das ein bisschen. Jetzt höchste Eisenbahn. Das heißt, sie werden auch nicht. Ich habe die Folge mal beenden. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Wir haben jetzt die Jahreszeiten mit 3 Tage. Das heißt, Winter ist 3 Tage zu Ende. Das heißt, wir können jetzt beruhigt näher auf 1 Spiel am Tage. Wenn wir Holz machen wollen, wenn wir nicht so viel machen wollen, auf 5. Ansonsten im Frühjahr auf 1, Sommer auf 1, Herbst auf 1, große Ernte. Ja, dann machen wir ja weiter. Ich mache mal kurz eine kleine Pause. Und dann geht's ja weiter. Ich sage hier mal Tschüss und Winkisch. Ciao, ciao. Und danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr möchtet, zur nächsten Folge wieder. Tschüss!